Marcel, du bist Team B2B Racing und das ist dein zweiter Mann, Frank. Ihr wollt mit dem Ding wohin? Nach Banjul. Nach Banjul, wo liegt das? Gambia. In Gambia. Was wollt ihr dann? Wollt ihr nicht hier auf unserer Autobahn unterwegs sein? Naja, ja, was wollen wir da eigentlich? Auf jeden Fall erstmal Spaß haben, um da hinzukommen. Ja. Ein bisschen Abenteuer, mal raus aus dem Alltag. Und den positiven Nebeneffekt noch mitnehmen, dass man den Leuten da hilft. Ja. Also das Auto wird da versteigert und der Versteigerungserlös geht dann in so eine Spendenorganisation und davon werden dann diverse Hilfsprojekte angekurbelt. Die haben da schon ein Krankenhaus gebaut und diverse Sachen, Hilfe zur Selbsthilfe halt. So eine Werkstatt, die Mechaniker ausbildet, eine Küche, die Köche ausbildet und an Hilfsbedürftige Essen ausgibt und so weiter. Also diese, das heißt, das Geld kommt genau dahin, wo es hingehört. Genau, und nirgendwo anders, nicht über Umwege und bereichert sich halt nicht zwischendurch irgendjemand anders. Und ich meine, das ist ja jetzt kein neuer PKW hier, habe ich gesehen. Du hast den hier noch ein bisschen aufgemobbt hier für die Veranstaltung. Fahrt durch die Wüste, ne? Durch die Wüste. Durch 7 Staaten? Genau. Und wie alt ist die Karre? 1995 gebaut. Und was hat die jetzt so auf der Uhr? 2.000 Kilometer. Und du schaffst es bis dahin, ja? Ich denke schon. Wenn 200.000 Kilometer geschafft, dann sollten die nächsten 7.400 Kilometer auch funktionieren. Also ein cooles Abenteuer, kann ich mir schon vorstellen. Und schlafen tust du hier drin oder wo willst du nächtigen oder habt ihr Hotels unterwegs? Nee, der Franz, der hatte eine richtig gute Idee gehabt. Wir haben hier so einen Dachkasten gebaut, da sollten eigentlich irgendwelche Mitbringsel rein und so weiter. Da hat er die Idee, Mensch, das ist doch eigentlich perfekt zum Schlafen. Ja. Und dann haben wir uns überlegt, haben wir ein Dachzelt draus gebaut. Ja. Und ich habe das schon mal gesehen. Du weißt wo, ne? Ja, ja. Wo? Beim Trabant. Beim Trabant, ne? Ja, genau, beim Trabant gab es das schon mal. Natürlich nicht so edel hier, glaube ich. Ne? Das ist noch besser hier Metall. War das Kunststoff hier oben beim Trabant? Ich habe keine Ahnung. Gab es aber schon mal. Finde ich aber eine coole Lösung. Zumal kann die da sicherlich auch so als Transportmittel gebrauchen. Weil so eine Hängerkupplung, ist die da überhaupt dran? Nee. Okay, ja, also am 8. machst du hier am Bockheide nochmal Abschiedsparty. Genau. Das heißt, da kann jeder hinkommen, der da hingehen möchte. Und was brauchst du noch an Spenden? An Spenden? Schön wäre vielleicht so ein paar Fußbälle oder sowas ohne Luft. Also die wir dann da vor Ort aufpumpen. Mhm. Vielleicht ein paar Kugelschreiber, Basecaps, Federbeispiele, irgend sowas. Mhm. Also was nicht zu groß ist, weil wir haben ja begrenzt nur Platz. Ja, ist klar. Also da wollt ihr drin schlafen und dann muss dann umgelagert werden. Genau. Mhm. Ja, das wäre halt schön und beim Rallye-Start in Bockheide werden auch Bratwürste und Getränke verkauft und bewusst verkauft, weil ein Teil vom Erlös wird halt mit nach Gambia in die Stiftung übergehen. Genau, also am 8. November, 18.30 Uhr auf dem Marktplatz in Bockheide. Wer möchte, kann sich das Fahrzeug hier mal angucken, das hört sich cool an, wir waren ja schon mit unterwegs und kann da mal Marcel und Franz die Hand geben und sich das angucken und die Jungs verabschieden. Die sind dann bis Ende November, ich glaube 19 Tage dauert das, am 10. geht es in Dresden los, in Hohenstein und 19 Tage unterwegs bis nach Banjul in Gambia. 21 Tage? 21 Tage, ich hatte gerade von 19 gelesen, aber okay. Rückflug ist, weil die Versteigerung und sowas ist noch, eine Abschiedsparty vor Ort. Rückflug ist dann geplant von uns am 8. Dezember. Okay. Und am 9. Dezember wären wir dann halt wieder hier. Alles klar. So, das war's. Wir sehen uns eventuell am 8. Danke. Vielen Dank.